Und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute geht es um die Weihnachtskugeln, um die hier aus Papier. Wie das geht, das zeige ich dir heute. Und wenn es interessiert, ganz am Schluss vom Video gibt es noch ein paar Impressionen von der Ausstellung in Bern, wo ich teilgenommen habe. Und in 3 Wochen geht es schon bereits an die neue Ausstellung. Also es gibt noch einiges zu tun. Aber heute geht's um die Weihnachtskugeln. Was du brauchst, ist ein Tape, so ein Crepe oder Malerband. Dann brauchst du Zeitungen oder Verpackungsmaterial, sollte aber schon aus Papier sein. Eine Schere. Und dann fangen wir damit an, Weihnachtskugeln vorzuformen. Und zwar mit Zeitungspapier. Wenn du keine Ideen hast, dann schau im Internet, schau dir verschiedene Weihnachtskugeln an, lass dich da inspirieren. Da gibt es ganz, ganz viele Ideen. Was ich aber sicher sagen kann, ist, runde Weihnachtskugeln sind sicherlich ein bisschen schwieriger, weil die runde Form ist einfach das Schwierigste zu modellieren, damit es ungefähr eine Symmetrie hat. Aber wer ehrgeizig ist, soll runde Weihnachtskugeln machen. Du fängst einfach damit an, deine Wunschform zu gestalten mit den Zeitungen. Schau, dass du sie satt zusammenknüllst. Knüllst, sagt man gleich. Einfach mal grob die Grundform. Du musst jetzt nicht extrem ins Detail gehen, aber je genauer du die Form mit der Zeitung formst, umso weniger Arbeit hast du danach. Weil die Pulp, die drauf kommt danach, die verzieht sich ja. Und da kannst du die Arbeit ersparen, wenn die Grundform schon ziemlich genau ist. Also du machst deine Form, wie du sie magst. Groß, klein, rund, oval, zapfenförmig, ganz nach deiner Kreativität. Und umwickelst diese mit dem Kreppband. Schau, dass du alles umwickelt hast, damit sich das Papier nicht aufsaugen kann, sonst geht es länger, bis es trocken ist, oder es kann sich auch noch ein bisschen eher verformen. Das machst du auch grob, also das muss jetzt nicht super schön und exakt sein, es muss einfach alles bedeckt werden. Sicher auch was man mit Kindern oder Enkelkindern machen kann. Ich finde, es ist ein schönes Projekt, um diese Materie kennenzulernen. So sieht jetzt meine Kugel, ist ja keine Kugel, mein Zapfen aus. Wie gesagt, es muss nicht exakt sein. Denk einfach daran, dass es immer etwas größer wird wie deine Grundform. Dass du das einfach mit einberechnest, dass die jetzt noch ein bisschen größer wird. Und dann kannst du so viele machen, wie du magst. Ich habe hier noch
eine Form und hier habe ich eine Kugel. Und dann würde ich sagen, haben wir das. Und jetzt zeige ich dir nochmals, wie man die Masse herstellt, also die Pulp. Da in den Kommentaren oft gefragt wird, wie das hergestellt wird, dachte ich, ich zeige das jetzt nochmals kurz, wie man das macht. Du brauchst ein Becken, das habe ich mit Wasser befüllt. Und dann nimmst du Zeitungspapier oder du kannst die Verpackung der Eierschalen nehmen oder den Karton oder die Pappe, sagt man in Deutschland, die Pappe von der Toilettenrolle, das Stück innen, kannst du auch verwenden. Nimm keine Hochglanzzeitschriften, das funktioniert nicht. Das kannst du für solche Sachen gebrauchen, für den Aufbau, dafür geht es, aber nicht für die Pulp. Dann machst du kleine Papierstücke ins Wasser. Die müssen jetzt nicht super, super klein sein, aber einfach ein bisschen zerreißen, einwirken lassen. Wenn du Zeitungspapier nimmst, kannst du das ins warme Wasser legen und kannst nach 15 Minuten, 30 Minuten das bereits mit einem herkömmlichen Pürierstab pürieren. Wenn du Pappe nimmst, dann solltest du es schon, ich würde es am Vortag einlegen und dann kannst du es am nächsten Tag auch pürieren. Bei der Pappe schau einfach, dass du die Stücke wirklich etwas klein machst, sonst könnte es sein, dass hier der Motor vom Pürierstab den Geist aufgibt. Also, dann pürierst du das, bis du keine Zeitungsstücke mehr siehst. Und dann sieht das so aus. Das ist dann so eine Pappe, Brei. Masse. Dann, ach noch was, zum Pürieren schau, dass dein Gefäß etwas höher ist, weil das spritzt sonst überall raus. Also nimm etwas, nicht sowas, da hast du eine Riesensauerei. Nimm ein Gefäß oder einen Eimer und mach's da drin. Sonst kannst du noch eine Weile reinigen. Also, dann nimmst du das kannst du auch über dem Becken machen, in der Küche oder im Bad. Kannst du das sonst auch direkt machen oder du nimmst eine Schale. Dann nimmst du ein wie sagt man das in Deutschland? Ein feines Handtuch, wo man in der Küche benötigt, um das Geschirr abzutrocknen, Abtrocknungstuch. Bei uns heißt es ein Geschirrtuch, vielleicht heißt das so auch bei euch, ich weiß es nicht. Du nimmst so ein Tuch, dann kommt der Brei hier rein. Dann nimmst du alle Ecken zusammen und auf der Seite, damit dir nichts auf der Seite rausquillt. Dann nimmst du das zusammen, alle Enden und drückst das komplette Wasser raus. Das ist das, was davon übrig ist. Dann nimmst du das raus.
dann hast du die Grundmasse. Das zerkleinerst du. Bis sie ganz klein sind. Das habe ich vorbereitet. Moment. So. Das sollte so aussehen. Sieht man das? So. Ja. Ganz fein zerkrümelt. Ja. So. Das kommt hier rein. So. Dann rührst du Tapetenkleister an. Schau, wie es auf der Verpackung steht. Ich mache das nach Gefühl. Mit einem Schwingbesen geht es am besten. Kannst du das schön anrühren? So sollte etwa die Masse sein, also es sollte schon halten. Also. Und das ist die Menge. Auch das mache ich nach Gefühl, ich habe da kein Rezept. Nimm aber lieber ein bisschen weniger Kleister dazu und schau, ob du dann noch brauchst. Dann machst du das rein. Das will jetzt nicht. Etwa so. Oh, und weg ist es. Also so ein guter Teelöffel. Nee, ein guter Suppenlöffel. Und dann knetest du das wie Teig. Und das solltest du schon eine Weile gut durchkneten. Und dann merkst du sehr schnell, ob du noch etwas brauchst. Und hier, das reicht absolut. Und dann wird das durchgeknetet. Und es sollte, es hat mich jemand gefragt, es klebt so an den Händen. Ja, es klebt ein wenig an den Händen. Aber es sollte, du wirst es merken, dass es ideal ist, wenn du ihn wirklich wie ein Teig gut kneten kannst und er dir nicht mehr an den Händen klebt. Aber beim Arbeiten kannst du es nicht verhindern, dass die Hände voll werden. Ja, aber so sollte das sein. Und wenn du zu viel Kleister drin hast, dann mach noch ein bisschen von den Papierkrümeln rein. Wenn du kein Papier mehr hast, dann kannst du auch ein bisschen normales Mehl beifügen. Das saugt dann auch die Feuchtigkeit auf. Und das ist es schon. Wenn du es feiner möchtest, weil das ist jetzt recht grob, hier hat es noch so größere Stücke drin, dann kannst du nochmals mit dem Pürierstab reingehen und es noch ein bisschen feiner machen. Aber vorsichtig, schau eben, ob dein Pürierstab heiß wird, dann schalt ihn bitte aus, sonst ist er dann nicht mehr zu gebrauchen. Ja? Also, das war's, das ist die Pulp. Und damit modellieren wir jetzt die Weihnachtskugel. Voilà. Weiter geht's. Musik.
Meine Weihnachtskugeln sind soweit fertig modelliert. Wenn du Muster reinmachst, dann mach sie ein bisschen tiefer, nicht zu fein, weil nach dem Trocknen kann es sein, dass du sie nicht mehr richtig siehst, weil sich die Pulp zusammenzieht. Leg sie auf eine Zeitung, dreh sie ab und zu um, damit sie regelmäßig trocknen kann. Je nach Luftfeuchtigkeit geht es bis zu einer Woche, bis sie komplett durchgetrocknet ist. Wenn du die Möglichkeit hast und das Wetter mitspielt, kannst du sie auch ein bisschen an die Sonne legen, dann trocknet es ein bisschen schneller. Sie sollten aber nicht zu schnell trocknen, weil die Struktur dann ein bisschen unregelmäßiger wird. Dann probier dich aus, mach so viele Kugeln, wie du Muße hast. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Woche wieder, wenn auch meine Kugeln durchgetrocknet sind. Und dann zeige ich dir, wie es weitergeht, was du für Möglichkeiten hast. Und für alle, die es interessiert, wie am Anfang erwähnt, kommt jetzt noch ein kleines Impressionen-Video von der Ausstellung, wo ich mitgemacht habe, in Bern. Über ein Like oder über ein Abo würde ich mich sehr, sehr freuen. Damit kannst du meine Arbeit unterstützen und es ist für dich kostenlos. Ich möchte mich noch ganz herzlich für eure lieben, lieben Kommentare bedanken. Es freut mich immer unglaublich, eure Kommentare zu lesen. Wenn du Fragen hast, bitte schreib es mir unten in die Kommentare rein. Ich beantworte diese sehr gern. Wenn du Anregungen hast, auch die bitte schreib sie in die Kommentare. Dann würde ich sagen, wir sehen uns in einer Woche. Tob dich aus, bleib kreativ. Umarm deine Liebsten. Tschüss zusammen.